Gut, willkommen zur letzten Session der Wikimania schon wieder. Das war doch erst die erste, für irgendwie 8 Stunden. Jurulai kommt aber bitte automatisch auf die Weihnachtszeit. Passt das ziemlich guter Titel, denke ich. Jetzt fängt er schon langsam an in den Läden, da Weihnachtskugeln aufzustellen. Stolperfalle hier. Wenn die Demos schon fehlschlagen, dann soll ich es richtig stolpern. Es geht in dieser Session um Automatisierung für das Benutzermanagement. Das heißt, wie kriege ich möglichst einfach ganz viele Benutzer ins Active Directory? Wie kann ich in einer größeren Unternehmung oder auch in einer kleineren Unternehmung, vielleicht ab so 40, 50, 60 Benutzern, wo es langsam beginnt, mühsam zu werden, die ganzen Benutzer von Hand zu erstellen, wie kann ich da einen Automatismus herkriegen? Aber zuerst einmal, das Herz einer Umgebung, einer Benutzerumgebung ist natürlich das Herz der IT-Infrastruktur. Das heißt, wenn ich eine Domäne baue, eine neue, dann ist es schön und gut, man hat eine neue Domäne, die ist einigermaßen sicher eingerichtet, hat ein paar GPOs, aber das effektive Herz sind die Benutzer, die dahinter stecken. Das heißt, erst wenn ich die Benutzer und die Gruppen erfasst habe, dann kann ich auch was mit der ganzen Domäne anfangen. Also für mich ist immer so am Schluss noch das Leben einhauchen, einmal parametrisieren mit der Lösung, die ich jetzt da präsentieren werde, und anschließend kann ich es einfach laufen lassen und habe dann eine 10.000 Benutzer oder was auch sonst immer. Hauptfaktoren, die zu berücksichtigen sind, ist zum Beispiel mal die passende Infrastruktur für die Benutzer. Das heißt, es muss ja irgendwie eine Umgebung gebaut werden, die den Benutzerbedürfnissen auch entsprechen. Das heißt, es braucht Dateiablagen, es braucht ein Mailsystem, es braucht Einstellungen rundherum, es braucht selber gespeicherte Profile unter Umständen, in den meisten Fällen Roaming Profiles. Und zum Zweiten soll es aber auch für die Informatikabteilung einfacher werden, die ganzen Benutzer zu verwalten und zu managen. Das heißt, was passiert, wenn eine Mitarbeiterin heiratet und den Namen ändert? Oder was passiert, wenn ein Mitarbeiter die Firma verlässt? Wie lange werden die Daten noch gespeichert? Wann werden die Daten gelöscht? Werden sie überhaupt mal irgendwann gelöscht? Oder liegen sie einfach als Leichen auf dem System rum? Dasselbe mit den Mailboxen. Werden die Mailboxen auch mal irgendwann gelöscht von dahingeschiedenen Benutzern, die dann nicht mehr in der Active Directory Domäne da sein müssen, respektive die Firma gewechselt haben? Was passiert eben bei Änderungen, was passiert bei Löschvorgängen, was passiert bei Neueintritten, dass die ganze Umgebung neu eingerichtet werden kann? Das sind die Fragen, die sich da stellen. Grundsätzlich, was ist eine passende Infrastruktur für den Benutzer? Eben, dass es möglichst gleich aussieht bei allen Benutzern. Klar kann ich nicht sagen, alle Benutzer haben genau dieselben Berechtigungen, die gleichen Programme, die gleichen Einstellungen. Da muss ich ein bisschen differenzieren, muss vielleicht sagen, dass diese und diese Funktionsgruppe einen etwas anderen Desktop hat als eine andere. Aber grundsätzlich soll es ja doch so sein, dass sich der Benutzer wiederfindet und auch entsprechend eine Umgebung antrifft, mit der er familiar ist und das Ganze auch schon kennt. Eine Umgebung, die mit Benutzern wandert, also Roaming Profiles ist das große Stichwort. Roaming Profiles ist ja kein großes Thema, das Ganze zu konfigurieren. Man gibt einfach in den Benutzereigenschaften im Attribut Profilpfad einen Profilpfad an, macht dann mit %Username% die Variable rein, um den Benutzernamen an dieser Stelle einzutragen. Und wenn ich das mit OK bestätige, wird der Ordner auch automatisch schon mal erstellt. Von Windows, gratis und franco. Alles wunderbar. Naja. Was vielleicht nicht so wunderbar ist, ist die Tatsache, dass der Benutzer standardmäßig der einzige Besitzer dieses Ordners ist und auch als einziger Zugriff auf diesen Ordner erhält vom Profil. Wenn jetzt die Supportabteilung oder der Administrator darauf zugreifen möchte, geht das nur mit Workarounds, indem man GPO-Einstellungen aktiviert und sagt, Administrator bitte hinzufügen. Und dann ist das auch alles auch gar kein Problem. Aber nehmen wir an, wir haben einen Helpdesk. Diese Helpdesk, First-Level-Mitarbeiter, sind zusammengefasst in einer Gruppe, Global Group Helpdesk. Diese haben keine Administratorenberechtigungen und können somit auch kein Profil zurücksetzen, weil sie kein Recht haben, auf dieses Profilverzeichnis zugreifen zu können. Dann wird auch die Vererbung unterbrochen, wenn das Windows für einen einrichtet, was auch nicht immer ideal ist, weil da kann ich nicht mal sagen, ich füge halt in einem übergeordneten Ordner die Gruppe des Helpdesk mit dazu, dann verehrt sich das runter und alles ist gut und der Helpdesk kann doch. Das sind alles so Problematiken, ja, die halt mit der Standard-Windows-Geschichte verbunden sind. Natürlich soll eine Benutzerumgebung, die passend ist, auch nur dem Benutzer das ermöglichen, was er auch wirklich für sein Jobbild tun muss. Also, wenn er die wenigsten Benutzer müssen einen Zugriff erhalten auf die Registry oder auf CMD. Übrigens ist es auch noch lustig,
wenn er sagt, ich möchte gerne die Eingabeaufforderung sperren für einen Benutzer. Ab Windows Vista und Windows 7 macht das nicht mehr so extrem viel Spaß, weil PowerShell funktioniert dennoch noch. Und unter PowerShell könnt ihr die gleichen Befehle absetzen, auch wie auch im Command Shell auch. Also ihr könnt auch einen Ping ausführen, eine IP-Config ausführen etc. Also auch immer an PowerShell denken. Also einfach eine Umgebung einzurichten, die dem Benutzer das anzeigt, was er auch wirklich benötigt und nicht mehr. Also sprich den Aufgabengebieten des Benutzers entspricht. Einfache Administration für die Informatikabteilung heißt eben Standardisierung. Möglichst die Dateiablage nicht auf tausenden Server für die gleichen Benutzergruppen verteilen. Also wir sind immer wieder begeistert, wenn wir ein Migrationsprojekt durchführen und die Benutzerordner sind mal ein bisschen auf dem Server, mal ein bisschen auf dem Server, obwohl es nicht in zwei Abteilungen sind, sondern einfach mal wirr verteilt worden ist. Hatte keinen Platz mehr auf Server A, packen wir es mal auf Server B. Oder dann geht es weiter mit den ganzen Benutzeranmeldenamen. Da gibt es Umgebungen, die haben irgendwie fünf verschiedene Versionen von Benutzeranmeldenamen. Die einen melden sich an mit Vorname, Punkt, Nachname, die anderen mit ersten Buchstaben vom Vorname, Punkt, Nachname, die anderen ohne Punkt. Und ja, das macht dann richtig Spaß, die ganzen Daten zusammenzuklauben, wenn man diese dann doch migrieren sollte auf eine neue Umgebung und auch zentralisieren sollte. Also Standardisierung, sicher ein wichtiger Punkt. Zentrale Prozesse, ein anderer wichtiger Punkt, dass man das Ganze auch zentral steuern kann, zum Beispiel einen Benutzerimport zentral laufen lassen kann, dass man das an einem Ort hat und nicht überall verteilt, dass auch nicht irgendwie verschiedenste Abteilungen oder Informatiker da gleichzeitig an denselben Bereichen arbeiten. Das kann auch sehr mühsam werden bei GPO-Extensions übrigens. Das ist noch ein tolles Phänomen, das wir hatten. Wir haben Drucker gemappt über GPO-Extensions, die GPO-Erweiterungen, die Einstellungsmöglichkeiten mit der Zielgruppenadressierung, haben da frisch und fröhlich Drucker erfasst und haben dann festgestellt, dass da noch ein kleiner Bug drin ist bei 2008 R2 im Zusammenhang mit Windows 7. Und zwar ist es so, dass Windows eigentlich die GPO-Extensions normalerweise bei der Anmeldung so anwendet, dass sie im Namen des Benutzers, der sich gerade anmeldet, ausgeführt werden. Wenn es um Laufwerkmapping geht und wenn es um Druckermapping geht, sonst muss man das explizit als Option ankreuzen, mach es im Benutzerkontext des aktiven Benutzers. Jetzt war es aber so, dass ich explizit bei der Druckermapping-Geschichte sagen musste, mach es im Benutzerkontext, weil das standardmäßig nicht gemacht. Und sobald ich jeder entfernt habe in der Druckerberechtigung und gesagt habe, nur noch diese Abteilung darf diesen Drucker benutzen, hat es nicht mehr funktioniert, weil das System somit keine Rechte mehr hatte, auf diesen Drucker zuzugreifen. Also ziemlich dumm. Also waren wir daran, für jeden Drucker, das sind ungefähr 120 Drucker gewesen, bei jedem Drucker in den Eigenschaften dieser Einstellung zu sagen, führe es im Benutzerkontext aus, den Haken setzen. Jetzt hatte irgendjemand diese Gruppenrichtlinie auch in Bearbeitung, noch offen auf dem System. Der andere hat überall den Haken gesetzt, 120 Drucker in die Eigenschaften geklickt, Registerkarte gewechselt, Haken gesetzt, okay, bestätigt. Und das eben 120 Mal, macht Spaß. Dann hat der andere in der offenen Konsole, die er noch offen hatte von früher, mal irgendeine Änderung durchgeführt. Und somit ist die ganze Konsole, die ganze Druckereinstellung neu von seiner Version geschrieben worden, der alten Version. Das heißt, GPU Extension speichert immer das Gesamte, wenn eine einzige Änderung gemacht wird. Das heißt, man tut sich gut, wenn mehrere Personen darauf zugreifen, deshalb zentrale Prozesse besser, dass man sich gegenseitig koordiniert und vor einer Änderung erstmal die Konsole zumacht, neu öffnet und dann ist es überhaupt kein Problem mehr, da dann die neuen Einstellungen schon geladen sind. Die werden nicht regelmäßig im Hintergrund geladen. Das ist kein inkrementelles Update, sondern voll drüber. Gut, logisch Ablageorte, wie vorher schon erwähnt, es macht keinen Sinn, das Ganze auf tausenden Servern zu verteilen. Möglichst ein System finden, ein Konzept dafür machen und möglichst alles, was mühsam ist und was oft vorkommt, versuchen zu automatisieren. Es lässt sich vor allem mit VBScript sehr viel automatisieren. Und die Grundlage für diese Session haben diejenigen Leute, die vor zwei Jahren an der Geek Media waren, 2009 schon einmal so ein Stück weit gesehen. Da hatte ich eine Session über automatisiertes Benutzermanagement, The Dark Side of Scripting hat die geheißen. Und da haben wir so alle Varianten durchdiskutiert, wie man Benutzer automatisiert erstellen kann. Also den Prozess der Benutzermutation,
Hinzufügevorgänge sowie auch Löschvorgänge von Benutzer- und Benutzerdaten haben uns da schon mal angeschaut. Das Skript habe ich damals auch abgegeben in Download nach der Geekmania. Das hatte ungefähr 1800 Zeilen Code. Die Lösung, die ich heute zeige, hat mittlerweile 5000 Zeilen Code, also ist noch um einiges größer geworden, ist mittlerweile auch eine Exe-Datei, hat eine Mini-Konfigurationsdatei nebenbei, wo ich die ganzen Parameter konfigurieren kann. Und wir sind momentan auch dabei, die Beta-Version ist gerade fertig geworden, von einem Configuration-Tool. Das INI ist langsam so lange und so viele Möglichkeiten, was es gibt, dass man das Ganze fast noch mit einem Configuration-Tool versehen muss. Vielleicht schon vorweg, dieses Tool wird was kosten, aber ihr könnt das ohne Lizenzschlüssel downloaden und laufen lassen und es importiert euch bis zu 100 Personen. Also im KMU-Betrieb, wo nicht mehr als 100 Benutzer sitzen, ist es Freeware. Einfach, wenn es 100 übersteigt, dann ist auch das Budget vorhanden, das ist nur fair, denke ich, dass da auch noch etwas bezahlt werden muss dafür. Also, das ist das einzige Tool von heute, das was kosten wird, aber erst bei 100 oder mehr Benutzern. Automatischer Rückbau, eben genauso wichtig wie der automatische Aufbau. Das heißt, wir müssen auch dafür sorgen, dass die Benutzer, wenn sie nicht mehr in der Firma arbeiten, entsprechend wieder gelöscht werden, wieder zurückgesetzt werden, die Daten gelöscht werden. Aber nicht gleich am ersten Tag, sondern mit einer gewissen Karenzzeit. Das heißt, wir haben das so implementiert, dass wir gesagt haben, du kannst eine Karenzzeit in Tagen eingeben, bis der Benutzer mal deaktiviert wird. Und du kannst eine zweite Karenzzeit in Tagen eingeben, wann der Benutzer dann effektiv gelöscht werden soll mit allen Daten, die zu ihm gehören. Das heißt, zwei Steps bis zur effektiven Löschung. Die Lösung also, der ADE-Importer, wie wir das Produkt genannt haben. ADE-Importer ist mittlerweile im Einsatz und importiert insgesamt oder verwaltet insgesamt ungefähr 40.000 Benutzer. Also hat sich schon recht bewährt. Ist jetzt auch schon in der Version 3.0.0.8 draußen, also mit den Bugfixes etc., die es halt immer mal wieder geben kann in speziellen Konstellationen. Also ist recht gut im Einsatz und importiert ziemlich viele Benutzer. Insgesamt ungefähr 12 Installationen mit insgesamt ungefähr um die 40, 50 Instanzen, die da laufen. ADE-Importer liest zum Beispiel beliebige CSV-Dateien ein, das heißt, wenn ihr ein Personalverwaltungssystem habt, ein AS400-System, auf dem das zum Beispiel auch verwaltet wird. Jedes System, das irgendwelche Benutzer verwaltet, kann die Benutzer auch irgendwo in einem CSV-Format bereitstellen. Und genau dieses CSV-Format benötigen wir, um dann eben das Ganze ins ADE einzulesen. Ich komme nachher noch darauf zu sprechen, was dieses CSV alles beinhalten muss. Die Reihenfolge spielt keine Rolle, ihr könnt das alles parametrisieren. Er fügt also Benutzer hinzu in Active Directory, er aktualisiert bestehende User mit neuen Angaben, wenn sich die Adresse verändert hat zum Beispiel auch, also er trägt auch die Telefonnummer ein, die Postleitzahl, die Straße, allfällige Abteilungen, Standorte, löscht eben auch die Benutzer nach einer gewissen Zeit, wenn die nicht mehr existieren oder nicht mehr im CSV gemeldet werden, dann merkt er das, er taggt sich diesen Benutzer und wird dann den in einer gewissen Zeit danach löschen, je nach Parametrisierung. Es können automatisch komplexe Kennwörter generiert werden, die aber dennoch aussprechbar sind. Besonders stolz auf diese kleine Funktion. Es ist eine kleine Script-Routine, die einfachste Regel der Grammatik verwendet. Das heißt, ich kann sagen, ich möchte gerne ein 10-stelliges Kennwort oder ein 9-stelliges Kennwort. Das kann ich als Parameter mitgeben. Und mach mir das bitte automatisch. Oder ich kann auch sagen, nimm immer dieses Standard-Kennwort, das bei der nächsten Anwendung geändert werden muss sowieso. Aber wenn ich ein dynamisches Kennwort generieren lasse, da ist das erste Zeichen immer eine Zahl und das letzte Zeichen ist immer ein Punkt, ein Ausrufezeichen oder ein Fragezeichen. Ich wollte da die Benutzer nicht überfordern mit einem größeren Spektrum an Sonderzeichen, weil dann sagen sie wieder auf ihrem Serienbrief ausdrucken, das kann ich nicht lesen, was ist denn das für ein Zeichen, wie mache ich das auf meiner Tastatur? Und ich denke, Punkt, Ausrufezeichen, Fragezeichen kennt jeder. Und der mittlere Teil ist der erste Buchstabe groß, der Rest ist klein geschrieben. Und verfolgt das einfache Konzept Selbstlaut, Umlaut, Selbstlaut, Umlaut. Und da ergeben sich die wunderbarsten Wörter, die man noch nie gehört hat, aber absolut plausibel klingen. Das so diese Komponente. Es werden auch Gruppen erstellt. Das heißt, wenn ich jetzt in CSV irgendwie eine Abteilung zum Beispiel drin habe, werden erst einmal pro Abteilung wird eine OU erstellt. Die entsprechenden Benutzer dieser Abteilung werden automatisch in dieser OU abgelegt.
Ich kann aber auch automatisch eben eine Abteilungsgruppe erstellen lassen, dass ich die dann auch noch berechtigen kann oder auch in Exchange verwenden kann als Verteilergruppe, dass ich der ganzen Abteilung eine Mail schicken könnte. Ich kann auch weitere Gruppen im Vorfeld erstellen und sagen, wenn im Vorname ein EI vorkommt, dann legt diesen Benutzer bitte noch in dieser und dieser Gruppe ab. Also ich kann da beliebige Instring-Abfragen zusammenbauen und parametrisieren, wie die Gruppenmitgliedschaften zustande kommen. Es werden also eben auch die erweiterten Gruppenmitgliedschaften festgelegt mit diesen Abfragemöglichkeiten. Ich kann beliebig viele Ordner erstellen an beliebigen Orten. Also ich kann auf verschiedensten Servern, in verschiedensten Freigabepfaden, kann ich für jeden Benutzer beliebige Ordner erstellen, in einer beliebigen Anzahl, und kann jedem dieser Ordner andere Berechtigungen zuweisen. Oder ich kann auch sagen, vererbe es einfach vom übergeordneten Ordner. Das heißt, ich kann zum Beispiel ein Profilverzeichnis prestagen. Bevor es Windows erstellt, sage ich einfach mal, hey, mach das bitte automatisch für mich. Erstell das, gib dem Benutzer Vollzugriff, gib aber auch, oder übernimm auch die vererbbaren Berechtigungen vom übergeordneten Ordner. Dann setze ich noch die Gruppenrichtlinien-Einstellung, dass Windows nicht den Besitzer dieses Profilsordners prüft. Das ist natürlich dann wichtig, weil der Benutzer wäre dann nicht der Besitzer. Und somit kann ich es erreichen, dass eben der Helpdesk oder die Gruppe der Helpdesk-Mitarbeiter auch Zugriff erhalten auf diese Profilordner und diese zurücksetzen können. Ich kann Exchange-Mailboxen mit Exchange 2007 und auch 2010 automatisch erstellen lassen. Das heißt, entweder erstellt er eine Mailbox, ich kann aber auch alternativ eine Weiterleitung erstellen lassen. Also wenn ich im CSV-File zum Beispiel in einer Spalte eine private E-Mail-Adresse drin habe oder irgendeine E-Mail-Adresse drin habe, kann ich sagen, erstelle mir keine Mailbox, erstelle einen Mail-User. Ein Mail-User ist nicht ein Kontakt, das ist was dazwischen, zwischen Mailbox-Benutzer und Kontakt. Ein Mail-User unter Exchange kann E-Mails empfangen, at Firmensuffix, und leitet sie dann automatisch weiter an die angegebene E-Mail-Adresse, die ich hier konfigurieren kann. Also es ist keine Ad-Importer-Funktion, ich spreche sie nur an. Das ist eine Exchange-Funktion, die standardmäßig gibt. Wer sich da mehr darüber interessiert, wie es mit einem Weiterleiten in Exchange funktioniert, einer meiner ersten Blog-Einträge auf Plaum.org hat ein kleines 5-Minuten-Video drin, da stelle ich das Ganze mal gegenüber und zeige euch alle Varianten, die es gibt für E-Mail-Umleitung und Weiterleitung. Unter anderem auch den Mail-User. Also sehr eine spannende Sache. Ich kann, wie gesagt, auch Verteilergruppen in beliebiger Form erstellen, dass ich dann auch an diese Gruppen entsprechend E-Mails senden kann, aufgrund auch von irgendwelchen Eigenschaften in den Attributen. Ich kann auch in einer bestehenden Umgebung, wo viele Benutzer schon vorhanden sind, aber gerne eine Automatisierung erreicht werden soll, kann ich sagen, ich lasse AD-Importer einmal parametrisieren, lasse ihn laufen und er sucht zuerst mal im verwalteten Pfad, ob es einen Benutzer gibt, der die gleiche SAM-ID hat, wie er selber erstellen würde. Wenn er einen Match findet, dann übernimmt er den Benutzer zur Verwaltung. Das heißt, er taggt diesen Benutzer in den Attributen von Active Directory mit einer ID, die auch im CSV-File steht, und übernimmt diesen Benutzer als verwaltenden Benutzer. Also auch eine Migration ist möglich auf die automatisierte Variante. Er löscht den Benutzer erst nach einer gewissen Karenzzeit. Zuerst wird er mal deaktiviert, da wird überhaupt noch nichts gelöscht. Und nach einer gewissen Zeit und nach einer weiteren Zeit kann man dann parametrisieren, dass er dann mit allen Daten, mit Mailboxen, mit Datenspeicher etc. komplett eliminiert werden soll. Natürlich ist es möglich, oder es soll auch so sein, dass man AD-Importer nicht einfach einmal ausführt und einmal die Benutzer importiert, sondern es soll ein geplanter Task werden, eine Aufgabe, die zum Beispiel alle 24 Stunden einmal läuft. Ich kann im AD-Importer auch einen Pre-Task angeben. Pre-Task heißt, dass er ein anderes Script oder ein anderes Tool anklickt, um sich zum Beispiel die CSV-Datei, die aktuelle, zu importieren, respektive abzuholen, zu exportieren von einem anderen Drittsystem. Oder über FTP sich einen Download holt, dieser CSV-Datei, um sie im Anschluss dann zu verarbeiten. Wenn das CSV sich nicht verändert hat und alles noch genau gleich drin steht wie vorher, passiert auch nichts. Dann läuft er kurz durch, checkt alles durch und merkt, es hat sich nichts verändert. Also er greift da überhaupt keinen Benutzer an, gar nichts. Sobald sich aber nur ein Attribut verändert hat, die Straße, Telefonnummer, whatever, oder eben ein Benutzer nicht mehr im CSV-File vorhanden sein sollte,
dann nehmt ihr die entsprechenden Aktionen vor. Also die Idee ist wirklich, dass das Ding täglich läuft oder periodisch läuft und dann eben auch fortlaufend in Zukunft einen automatisierten Prozessor gibt und nicht einfach nur ein CSVD oder LDIFD-Ersatz sein soll. Die Voraussetzungen, damit es läuft, ziemlich wenig. Ich brauche eine CSV-Datei, also Input-Datei von irgendeinem Drittsystem, die sicher mal eine Spalte vorweist für eine eindeutige Identifikation. Das heißt, jeder Benutzer oder jeder Mitarbeiter hat ja meistens eine Personalnummer in der Datenbank, wo es erfasst wird, ein Personalverwaltungstool etc. Und diese ID benötigen wir einfach in diesem CSV-Export, dass wir den Benutzer auch wiedererkennen können im Active Directory im Anschluss. Dann benötigen wir eine Abteilung, eine Klassierung des Benutzers. Das heißt zum Beispiel eben nach Funktionsbereichen etc. wurden die OOs aufgestellt werden, um die Benutzer in die entsprechenden OOs zu packen. Das ist nämlich die Sortierung dann. Dann benötigen wir einen Vornamen, einen Nachnamen und alles andere ist optional. Das ist mal das Muss. Weil aufgrund Vorname, Nachname kann ich dann im Anschluss, das sehen wir dann später noch, einen SAM-Account-Name und auch einen User-Principal-Name selbst maskieren. Ich kann sagen, wie der aussehen soll. Und eben, das ist für die O benötigt und das für die Wiedererkennung. Alles weitere wie Straße, Postleitzahl, Ort, Telefonnummer, Abteilung, Standort und noch 5 weitere optionale Felder kann ich verwenden, um ins Active Directory abzufüllen, kann es aber auch dafür verwenden, um Abfragen zu generieren. Das heißt, ich kann dann eben zum Beispiel Gruppenzuordnungen dynamisch vornehmen aufgrund von optionalen Daten in diesem Input-CSV. Läuft ab Server 2000, 32-Bit und 64-Bit, wie gesagt, es braucht nicht viel. Ist eine Exe-Datei mit 400 Kilobyte übrigens, plus minus. Eine einzelne Exe ist nicht angewiesen auf .NET Framework oder sonst irgendwas. Würde sogar laufen auf einem Server Core. Auch da ist es möglich. Wenn ich Mailboxen oder auch Weiterleitungen erstellen möchte auf Exchange, benötige ich einfach mindestens die Version 2007 von Exchange oder eben 2010. Ist es auch voll kompatibel, auch mit dem SP1. 2003 hat eine andere Schnittstelle geboten und die haben wir dann nicht mehr entwickelt, weil das auf dem absteigenden Ast ist. AD-Port ist also eben, wie gesagt, eine Exe-Datei, eine einzelne, 400 Kilobyte groß. Keine DLLs, keine Datenbanken, weil diese Version, die ich da vor 2 Jahren mal vorgestellt hatte, die ist noch basierend gewesen auf einer Access-Datenbank sogar. Hat die Daten vom CSV erstmal ins Access eingelesen oder auch auf einen SQL-Server, das hätte man selber parametrisieren können, um die dann nach Klasse, respektive Abteilung, Klassierung zu sortieren. Das Ganze wird jetzt im Speicher ausgeführt, das heißt mit irgendwelchen Arrays, ein sogar dreidimensionales Array, das da generiert wird, im Speicher geladen wird und dort wird sortiert und ausgelesen und eigentlich der Filezugriff an und für sich auf das CSV dauert gerade mal, je nach Größe, ein paar Sekunden. Das heißt, die Version, die jetzt ist, ist Datenbank befreit, alles im Speicher. Es wird alles konfiguriert über eine einfache INI-Datei. Mich hat letztens auch mal unser Chefentwickler gefragt, der Timmy. Der ist jetzt nicht mehr Praktikant bei uns, der ist jetzt Abteilungsleiter, Entwicklungsabteilung. Einer von 2 Personen und einer ist eigentlich ein Praktikant. Wie auch immer, klingt gut. Da habe ich gefragt, ja wieso INI, wieso nicht XML? Habe ich gesagt, Antwort ist Klugscheißer. Ich kann genau dasselbe erreichen mit XML und mit INI. Es genügt mir eine INI. Eine INI ist besser lesbar, wenn ich sie im Notepad editieren muss. Klar, wenn ich das Configuration, wenn das draußen ist, dann wird das alles über das Configuration Tool geschehen. Da werde ich nicht mehr die Files editieren. Aber grundsätzlich, INI-Datei absolut okay. Wir möchten ja keine Daten austauschen oder sonst irgendwelche Dinge vornehmen. Eben, Configuration Tool ist up to come. Das kann ich eventuell auch mal kurz aufklicken. Ist im Prinzip einfach eine schönere Ansicht, eine Preview von der INI-Datei, wo ich dann auch eine gewisse Plausibilitätsprüfung drin habe, ob der Pfad wirklich existiert, ob die OO wirklich existiert. Also es ist ein bisschen komfortabel, die ganzen Parameter zusammenzustellen. Fertig lesen, lass Taten sprechen. Wir schauen uns mal an, wie das Ganze funktioniert. Wenn mich meine letzte Demo, wenn es sich im Stich lässt. Ich habe hier auf dem Domain-Controller das AD-Importer-Tool mal installiert, die 32-Bit-Version, das ist ein 32-Bit-virtueller Server hier.
gibt eben wie gesagt auch eine 64-Bit-Version. Ich habe hier das Benutzer-CSV, das ist die CSV-Datei von der Personalverwaltung etc., die dann ungefähr vom AS400-System auch mal so aussehen kann. Also jetzt nicht irgendwie Zeilenumbrüche oder so aktiviert, nein, das sieht einfach so aus, weil am Schluss wird nur ein Carriage Return gesetzt und kein Linefeed. Das macht AS400 gerne mal so, dass die schönen Zeilen nicht so darstellbar sind. Das sind auch sehr lange Zeilen. Das heißt, ich muss jetzt einfach im Excel das Ding kurz importieren im Prinzip und schauen, in welchem Spalt bestehen welche Informationen, um das dann parametrisieren zu können. Ich habe hier noch ein Log-Verzeichnis gemacht, das sieht man dann auch in der Konfiguration. Darin kann ich dann die ganzen Logs entnehmen, was jetzt erstellt wurde, geändert wurde, gelöscht wurde. Ich kann mir auch ein Debug-Log erstellen lassen, da sehe ich minutiös genau, welche Schritte AD-Importer gerade verarbeitet, was auch stetig geschrieben wird. Bis aufs letzte Detail. Das INI-File ist ja genau das, was ausmacht. Das ist das Herzstück, die ganze Konfiguration. Das Exe selbst kann ich nicht konfigurieren. Ich gehe mal so die wichtigsten Punkte hier durch. Der allerwichtigste Punkt ist natürlich der Lizenzschlüssel. Wie gesagt, wenn ihr den nicht angebt, ihr könnt 100 Benutzer importieren, kein Problem. KMU-Betrieb ist das abgedeckt. Das kommt dann erst einmal vom Block noch drauf. Dann gebe ich den Grundpfad an im Active Directory, der verwaltet werden soll in Zukunft von AD-Importer. Ich mache da die Schrift noch etwas größer, dass es lesbarer wird, nicht kursiv fett. So. Das ist der verwaltete Pfad im Active Directory. Das heißt, in diesem Pfad, den ich vorher erstellen muss, sollte ich im Anschluss keine Änderungen mehr manuell vornehmen. Es steht auch in der Beschreibung dann vom Objekt der OU, dass diese OU verwaltet wird von AD-Importer in dieser und dieser Lizenz, für diese Firma, bitte nichts anpassen da drin. Das heißt, wenn er von Hand einen Benutzer erstellt da drin, einen eigenen, und dann AD-Importer neu läuft, dann wird dieser automatisch wieder zum Löschen markiert. Oder wird automatisch wieder zurückgeändert. Das Schöne ist, als Informatikabteilung, wir übergeben die Verantwortung für die Datenqualität komplett der Personalabteilung. Wenn da irgendein Benutzer sich nicht anmelden kann, weil da irgendein Zeichen falsch geschrieben ist, sagen wir, geht uns nicht an, wir können es nicht ändern, das muss entsprechend die Personalabteilung ändern. Am nächsten Abend gibt es den nächsten Export, AD-Importer läuft neu, es wird entsprechend korrigiert. Natürlich können wir auch sofort korrigieren, aber wir müssen es einfach in der Personalverwaltung auch noch korrigieren, damit es dann auch wieder nicht falsch wiederhergestellt wird. Das DNS-Suffix kann ich nicht angeben, weil das DNS-Suffix, das UPN-Suffix, User-Principal-Name-Suffix nicht immer dasselbe sein muss, wie die Domäne heißt. Ich meine, ich stehe auf Subdomains und Domänennamen, da gibt es andere Gründe, kann man auch auf dem Blog nachlesen, mit guten Namen und schlechten Namen. Ich möchte gerne, dass sich die Leute anmelden können mit ihrer E-Mail-Adresse als Computername, als Benutzername natürlich. Das heißt, unsere Domäne intern heißt auch edu.iframe.ch. Ich melde mich aber an mit a.flame@iframe.ch, indem ich einfach ein alternatives UPN-Suffix hinzugefügt habe. Und genau dieses UPN-Suffix kann ich hier schon parametrisieren, dass es von Anfang an dann auch so erstellt wird und angegeben wird. Dann gebe ich den Profilpfad an, der dann eingetragen wird in den Benutzereigenschaften. Prozent Username, Prozent müssen wir uns nicht darum kümmern, das wird automatisch mit angehängt. Dann den Pre-Task, bei Bedarf kann ich da wie gesagt einen Task ausführen lassen, bevor die Verarbeitung überhaupt mal erst beginnt von AD-Importer. Zum Beispiel halt eben die Daten, das CSV exportieren von der Drittanwendung, über FTP downloaden etc. Kann dann sagen, dass er gerne warten würde, bis es ausgeführt ist, dieser Pre-Task, bevor ich weitermache mit dem Import. Das ist ja vor allem beim Daten erstmal erhalten und exportieren sehr wichtig. Dann könnte ich am Schluss auch einen Post-Task angeben und kann sagen, okay, am Schluss, wenn du fertig bist mit dem ganzen Import und Abgleich, dann mach bitte noch das und das, mach gewisse Aufräumvorgänge. Also ich kann weitere Programme ankicken und kann auch sagen, ob er warten soll darauf oder nicht. Dann kann ich den Stil angeben des User Principal Names und der SAM-ID. Das sind ja zwei verschiedene Dinge, der Pre-Windows 2000 kompatible Anmeldename und eben der neue Anmeldename 2000 und höher. Ich kann sagen, die SAM-ID soll sein, N steht für nimm alles. N, nimm alles vom First Name, dann setze einen Punkt, dann nimm alles vom Last Name. Das heißt, Vorname, Punkt, Nachname wird gesetzt als User Principal Name. Jegliche Sonderzeichen, Egüs, Graphs, Umlaute etc., werden entsprechend ersetzt durch
normale Zeichen. Also werden hier Umlaut sehen. Wir haben das für Gewerbeschulen auch implementiert. Und in Gewerbeschulen gibt es ziemlich viele Sonderzeichen in den Namen. Also ich denke, wir haben jedes mitbekommen, das da gibt. Ich kann jetzt aber auch sagen, nimm nur den ersten Buchstaben des Vornamens, dann ein Underline und dann den Nachnamen komplett. Also ihr könnt das beliebig vom Stil her parametrisieren, wie ihr das gerne hättet. Und könnt dann eben auch sagen, ich hätte es gerne für die Sam-ID etwas anders als für den User-Principle-Name. Desired UPN-Check, das ist wieder so ein toller Parameter. Wenn es ganz viele Benutzer gibt, kann es auch mal vorkommen, dass es doppelte Benutzer gibt, sprich Benutzer mit demselben Namen. Das handelt da den Porter auch automatisch. Und zwar der zweite, der erstellt werden soll, der den gleichen Namen schon vorhanden hat, wird automatisch am Ende aufnummeriert. Also bekommt ein 2 auf dem Rücken und das geht dann hoch bis zu 9. Also momentan können 10 Benutzer existieren gleichzeitig mit demselben Namen. Desired UPN-Check heißt, wenn man das auf True setzen würde, dass solange sich der Benutzer noch nicht angemeldet hat, er jedes Mal bei jedem Lauf im AD-Porter nochmals prüft, ob der Wunschname frei geworden ist und dann zumindest für den User-Principle-Name dennoch den Wunschnamen verwenden würde. Also eine extreme Detailoption, die dann auch nochmal dokumentiert ist in der Dokumentation, aber solche Dinge beschäftigen eben die Praxis auch. Dann der Full Name, der Relative Distinguished Name, wie er dargestellt wird, der Common Name, das wäre dann Last Name und dann First Name. Wenn ich möchte, dass der Vorname zuerst kommt, mache ich da anstatt LFFL. Dann wird die Reihenfolge entsprechend so dargestellt, die merke ich direkt wie Benutzer am Computer. Full Name Suffix, da kann ich noch was anhängen. Ich kann zum Beispiel sagen, das ist Test Account, das ist meine Testinstanz. Da wird dem Benutzernamen, also dem Benutzernamen, wie dem Active Directory Benutzer am Computer erscheint, noch dieses Suffix hinten angehängt. Dann kann ich eine Filter-CSV angeben. Filter-CSV ist eine kleine Auflösungsdatei, eine komma-separierte, wo ich wiederum angeben kann, mit einer White- oder mit einer Blacklist, dass zum Beispiel alle Personen diesem CSV, welche eine 47 in der Telefonnummer haben, bitte nicht importiert werden sollen. Oder eben genau diejenigen, die das haben, sollen importiert werden. Aber auch diejenigen, die einen Bahnhof in Straßennamen haben. Und so weiter. Also ihr könnt da mit Whitelisting und Blacklisting noch ziemlich viel erreichen, sofern das von der Third-Party-Applikation, von Personalwesen-Applikation, nicht schon selbst so exportiert werden kann. Soso-Systeme geben, die können das nicht. Darum hat es jetzt auch da drin eine Funktion. Filter-Type ist dann Whitelist oder Blacklist. Ich könnte noch das Filter-Debugging aktivieren, um dann im Debug-File zu sehen, jeden einzelnen Eintrag, welcher Filter hat es dagegen gesprochen, den auch mit zu importieren. Speed it up ist eigentlich ein Parameter, der ist defaultmäßig immer true. Speed it up heißt, bei der Exchange-Postfacherstellung und Weiterleitungserstellung macht er das nicht bei jedem Benutzer separat mit einer PowerShell-Session. Bis so eine PowerShell-Session, so ein Task offen ist, dauert es immer eine Weile. Sondern er sammelt sich die ganzen, macht ein PowerShell-Script und führt das Ganze am Ende aus. Das ist so fluffig gesagt bei Import von 8000 Benutzern ein Unterschied beim ersten Lauf von 72 Stunden ohne Speed It Up, wenn es jedes Mal eine PowerShell Session öffnet, und mit Speed It Up sind es noch 1,5 Stunden, bis 10.000 Benutzer, 8 bis 10.000 Benutzer mit Postfach und allem erstellt sind. Aber ist auch nichts vom AD-Importer, ist reine Sache halt, PowerShell braucht halt ein bisschen Schnauf, um den Task zu starten. Show Progress zeigt mir einen Progressbar an während der Verarbeitung, wenn ich das möchte. Das muss nicht unbedingt sein, wenn es als Service im Hintergrund allabendlich läuft. Aber wenn man es mal ausführen möchte und sehen möchte, was er gerade tut, kann man das tun. Und das ist ein Progressbar, der wirklich stimmt. Wenn der bei 75% ist, dann ist 75% fertig, nicht mehr, nicht weniger. Das ist kein Microsoft Progressbar. Wenn ihr das nicht schon im Pre-Task gemacht habt, könnt ihr da noch einen FTP-Download machen. Das heißt, die CSV-Datei direkt über FTP downloaden. Aber wie gesagt, für das verwendet man den Pre-Task. Da kann man das Ganze auch über FTPS und Co. tun. Dann gibt man die CSV-Datei an, wo sie halt der Pre-Task abgelegt hat, die aktuelle. Gibt das Log-Verzeichnis an. Sagt ab dem Ende nach der Verarbeitung, dass CSV-File automatisch wieder gelöscht werden soll. Bis dann beim nächsten Tag das neue wieder geladen wird. Oder eben nicht. Aber ein Encoding vornehmen soll, also wenn die Datei vom AS400-System kommt, dass halt eben ein Carriage Return mit einem Carriage Return und Line Feed ersetzt wird, dass es in ein
kompatibles Format kommt. Die externe Gruppenauflösungsdatei, ob ich die aktivieren möchte, wenn ja, dann muss ich sie hier als Pfad angeben. Da kann ich dann eben definieren, dass alle Benutzer mit einem I im Vornamen halt dann eben auch noch dieser und dieser Gruppe Mitgliedzeit sollen. Kann das Instring suchen oder auch nicht. Ich kann auch einen Gruppencleanup ausführen, dass er automatisch von allen veralteten Gruppen alle Mitglieder löscht und nochmals neu hinzufügt, dass da auch sauber aufgeräumt ist und keine Leichen drin sind. Dann kommt das Herzstück. Ich gebe die Spalten-ID an im CSV, wo die entsprechenden Informationen stehen. Zum Beispiel die Identifikations-ID, die Klasse, die Klassierung, First Name, Last Name und die optionalen Angaben, die auch importiert werden ins Active Directory, aber nicht zwingend vorhanden sein müssen. Dann sage ich, wann zum Löschen markiert wird, wann gelöscht wird mit allen Daten rundherum, in welche UU verschoben werden soll automatisch, die wird auch automatisch erstellt, wenn ein Benutzer eben nicht mehr gefunden wird im Quell-CSV, dann wird er automatisch jetzt in To Be Deleted abgelegt, dass man schon mal ein bisschen eine Übersicht hat, wo dann, was dann in Zukunft passieren wird. Kann ein Passwort angeben für alle Benutzer in dieser Instanz, oder kann eben sagen, Password Generator True, und so viele Zeichen soll das Passwort erhalten. Ja, wie bekommen jetzt die Benutzer ihre Passwörter? Nichts leichter als das, so schreibt dann automatisch ein Passwort-File. Das Passwort-File beinhaltet komma-separiert Vorname, Nachname, SAM-ID, UPN, Passwort etc. Also alles, was benötigt wird mit Adresse und Co., um einen Serienbrief zu erstellen und diesen dann dem Benutzer zuzuschicken oder abzugeben. Dann kann ich alle Benutzer dieser Instanz grundsätzlich mal einer Gruppe hinzufügen oder auch mehreren Gruppen, auch Semikolon getrennt. Es werden da zum Beispiel alle Mitgliedergruppe G Benutzer. Ich gebe mein Permission-Tool an, um Berechtigungen auf Ordnern zu setzen. Das ist jetzt in meinem Fall iCouples.exe. Er soll bitte Ordner erstellen, Ordner löschen, wenn es einen Benutzer nicht mehr gibt und die Karenzzeit abgelaufen ist. Oder soll Ordner verschieben, falls jetzt ein Benutzer die Abteilung wechselt, dass die automatisch dann die neue Abteilung verschoben werden. Dann gebe ich Semikolon getrennt alle Ordner an, die erstellt werden sollen. Man sieht das sehr schön, das ist maskiert, also %Username%.v2 für halt die Vista und höher Benutzerprofile, die selber gespeicherten. Müssen sie ja V2 heißen, wird er automatisch neu erstellt. Und in der gleichen Anzahl wie die Ordner gebe ich hier dann die Parameter an für das Perm2. Sieht jetzt ein bisschen komplex aus, ist aber von iCouples, von Microsoft, die Standardparametrisierung, um jetzt zum Beispiel einen Benutzer Vollzugriff zu, Full Access F zuzuweisen für Objects und Containers. Das heißt für Ordner und für Objekte, für Dateien, die darunter zu finden sind. Und da gibt es noch viel kompliziertere Syntax, wie zum Beispiel halt eben, Sie dürfen keine Ordner erstellen oder löschen, aber Dateien hingegen schon. Dann wird es richtig komplex. Dann kann ich Class-Folders definieren, Abteilungsordner, Klassierungsordner, dass in diesem Pfad automatisch pro Abteilung ein Ordner erstellt wird, mit diesen und diesen Berechtigungen. In diesem Ordner sollen nochmals Subordner erstellt werden, die kann ich da auch Semikolon getrennt angeben, mit jeweils diesen Berechtigungen. Wenn der Ordner nicht mehr existiert, die Abteilung nicht mehr existiert, dann bitte flaggen mit einem Zeichen, und zwar mit dem Zeichen zum Beispiel hier, Underline am Anfang. Dann sind sie ganz zu oberst, und ich kann die noch manuell aufräumen, wenn ich das möchte. Mach pro Abteilung eine Gruppe? Ja. Gruppenpräfix könnte ich jetzt noch sagen, mach G Underline für Global Group zum Beispiel, oder Universal Group etc. Sitecheck kann ich noch nach Standorten sortieren, das heißt mal angenommen, ich habe ein paar Niederlassungen, die Niederlassungen haben jeweils einen Fileserver, auf jedem Fileserver-Niederlassung sollen die entsprechenden Daten zu liegen kommen, der jeweiligen Benutzer dieser Niederlassungen, dann kann ich mit einem Sites-CSV, mit einem separaten Auflösungsfile, definieren, dass die Ordnerpfade automatisch angepasst werden, je nach Niederlassung, wo sich der Benutzer befindet. Dann kann ich entscheiden, ob ich eine Mailbox erstellen lassen möchte. Ich habe jetzt hier nur einen 2003er Exchange, darum kann ich das nicht direkt zeigen, aber führt am Schluss ein PowerShell aus, die Mailboxen sind da. Nicht wirklich spektakulär, außer dass man sie nachher hat, automatisiert. Ich kann nach Abteilungen noch Distributionsgruppen erstellen lassen, automatisch, wenn ich das möchte, dass ich auch die ganzen Abteilungsgruppen anschreiben kann. Ich gebe hier die Exchange-Version an, falls konfiguriert, den Pfad zur Exchange-Verwaltungskonsole,
oder Verwaltungsdateien. Das heißt, auf demjenigen Gerät, wo ich Exchange-Postfächer erstellen möchte, wo auch AD-Port zu liegen kommt, muss auch die Exchange-Verwaltungskomponente installiert sein. Also keine saubere Rolle, nur die Verwaltungstools. Gebe dann die Pfahl in der Domäne nochmals an in einem anderen Syntax. Gebe an, in welcher Mailbox-Datenbank die Postfächer erstellt werden sollen. Und das Ganze auch nochmal im Kurzformat. Private Address Field wäre für Weiterleitungen. Das heißt, ich kann sagen, das ist dieses Feld, diese ID beinhaltet meine private E-Mail-Adresse. Mach bitte gar keine Postfächer, mach nur eine Weiterleitung auf genau die E-Mail-Adresse, die in diesem Feld steht. Dann, ob ich ein Log erstellen lassen möchte. Das Log kann ich mir auch zumailen lassen. Nur dann, wenn sich Änderungen ergeben haben oder immer. Von dieser Adresse an diese Adresse über diesen Mailserver, über diesen Port. Und Debugging True False, um halt auch noch das Debugging zu starten. Wenn das alles so entsprechend konfiguriert ist, wie gesagt, einfach doppelklicken, dann fängt es an, liest das CSV-Datei in den Speicherbereich ein, bringt mir auch allfällige Fehler, Syntaxfehler im CSV, also macht erstmal eine Plausibilitätsprüfung, ob auch alle Einträge im CSV korrekt sind, zum Beispiel ob Vorname und Nachname überhaupt einen Wert enthält oder ob eine ID doppelt vorhanden ist. Das ist auch immer so eine knifflige Sache. Es gibt Systeme, die geben doppelte IDs aus. Was soll man da damit dann anfangen? Und dann wird verarbeitet in einer ersten, einer zweiten Phase. Wenn ich jetzt da in Active Directory im Benutzer und dann noch leer ist die OU, mal schauen gehe, dann sehe ich da schon, einige Abteilungs-OUs wurden erstellt. Wenn ich da reinklicke, sind auch die Benutzer vorhanden. Und die Benutzer erhalten dann in der zweiten Phase auch noch weitere Attribute. Aber Telefonnummer ist schon mal drin. Die Adresse ist schon mal drin und alle Eigenschaften sind gemäß meiner Konfiguration gesetzt worden. Passwörter, wie gesagt, schreibt er ein Passwort-File. Da sieht man jetzt auch alle Benutzer, die erstellt werden, komma-separiert. Und ich sehe unter anderem auch die wunderbar aussprechbaren Passwörter, die wunderschönen Wörter, die sich da neu ergeben. Ist nicht die neue deutsche Rechtschreibung, sondern lediglich die Funktion. Und wenn mir das Ganze jetzt zu öde ist, so lange zu warten, weil es sind jetzt doch ungefähr 1000 Benutzer, die da erstellt werden, mit allen Ordnern. Das heißt, wenn wir da mal auf den File-Server gehen, kann ich da unter Homes zum Beispiel, dann ja, erst in der zweiten Phase dann auch sehen, dass die Ordner hinzugefügt werden, dass die entsprechenden Berechtigungen automatisch gesetzt werden, also auch das wird dann da sein. Aber wie gesagt, wenn es mir zu langweilig wird und ich möchte den Progress-Bar nicht mehr weiter zuschauen, habe ich noch in der viertletzten Version einen coolen Easter Egg eingebaut, nämlich im Foundation könnt ihr dann einfach, wenn es langweilig wird, Fun Mode gleich True einbauen. Wenn das gesetzt ist und ihr startet da den Porter neu, was jetzt überhaupt kein Problem ist, das abzubrechen, er macht einfach da weiter, wo er vorher war, also richtig übergeht die anderen, dann könnt ihr da während dem Ganzen, das Ganze läuft, noch ein Game zocken. Auch immer ganz spannend. Voll Retro. Und alles in 400 Kilobyte integriert, oder? Die ganze Lösung. In diesem Sinne, soviel zum Thema automatisiertes Benutzermanagement. Wie gesagt, es kommt demnächst auf dem Blog auch drauf, das Tool. Für 100 Benutzer, wie gesagt, ohne Lizenzfile ausführbar. Lizenzstaffelung steht noch nicht fest. Fragt einfach mal an, falls ihr Interesse habt. Ich hoffe, hat ein bisschen Ideen gegeben, wie das Ganze funktionieren könnte. Ich bedanke mich fürs Zuhören, ich bedanke mich für den Besuch der Geekmania 2010 R2 und wir hoffen euch im nächsten Oktober, wieder so Ende Oktober rum wird sein, zur Geekmania 2011 wieder begrüßen zu dürfen. Besten Dank fürs Kommen und bis ein anderes Mal. Danke. Für alle diejenigen, die VIG sind und das Abendessen noch haben, wir treffen uns um 18 Uhr vor dem Kinoeingang, werden dann ins Four Point Sheraton gehen und da unser Abendessen einnehmen. Danach.